Die Straßen sind gesperrt auf Befehl des Ordens. Sie haben mich aber erschreckt. Ist lange her, dass jemand durch diese Tür gekommen ist. Jemand ganz verwegen. So bald ich genug schön mit Ihnen Geschäfte zu machen. Nicht mehr viele Kunden aus diesem Bezirk. Hoffentlich ist die Quarantäne bald aufgehoben. Bitte, sehr viel Freude damit. Als würdest du hart verhandeln. Da muss ich aufpassen. Passen Sie auf da draußen.
Sobald ich genug Geld habe, gehe ich in Rente und nach Calero. Wohlverdiente Ruhe. Brandy und Zigarren. Oh ja. Hoffentlich ist die Quarantäne bald aufgehoben. Jemand schießt auf uns! Schwester Rosewyn verwahrt Dokumente im Büro der Kuratorin. Die muss ich finden. Wie ist sie denn ins Lüftungssystem gelangt? Keine Ahnung. Aber sie kam aus dieser offenen Luke in den Hof gekrabbelt. Ich glaube, es gibt jetzt nur noch eine Linie. Darf nicht noch eine verzweifelte Ratte versuchen, da durchzukriechen. Thank you.
ein glitzerndes Ding, mehr nicht. Sierra, dumm! Glaub, ich hab was gesehen. Was? Was ist das? Manche haben sofort gestanden. Andere erst, als sie mit ihrer Ketzerei konfrontiert wurden. Knochenschmuck, Bildnisse aus Haaren und Zähnen, Seiten voller okkulter Zeichen. Und diese Tränen. Am Ende haben sie munter gegeneinander ausgesagt. Sie hoffen auf Gnade, indem sie ihre Schwestern anschwärzen. Aber sie wurden alle geschuldet. Wehklagen war das Urteil kaum zu hören. Schade, dass ich das verpasst habe. Eine spuckte Bruder Cardosa ins Gesicht und sagte, sie würde nie gestehen. Und? Hat sie? Nein. Sie haben ihr die Zunge rausgeschnitten. Was? Brauchen Hilfe! Haben jemand verloren? Ich finde dich schon. Dafür bringe ich dich um. Noch eine tote Hexe. Was ist denn diesmal passiert? Bruder Cardosa sagt, dass sie bei der Therapie sterben. Sie haben ein ketzerisches Organ, das
dass die Heilkraft der Musik in Schmerzen verwandelt. Ihre verderbten Körper lehnen die Säuberung ab. Bei den Geboten. So unrein und dem Abgrund so nah, dass man die heilige Musik nicht überlebt. Diese armen, verlorenen Seelen. Spar dir dein Mitleid, Bruder. Sie wollen dem Outsider dienen. Sie haben sich für das Ruchlose entschieden. Sie verdienen den Tod. Das ist keine Heilung. Guten Abend, Liebes. Bereit für die Behandlung? Schon gut, nicht weinen. Unsere Sitzungen helfen uns bei der Suche nach einer Heilung. Heute spiele ich die Musik in kurzen Intervallen ab und stelle dann ein paar simple Fragen. Ist doch ganz einfach, nicht wahr? Ganz ruhig. Ich will die Riemen an deinem Kopf etwas lockern. Ich weiß, diese Stühle sind unbequem, aber... Nun ja, fangen wir an. Was ist hier los? Was haben sie dir angetan? Was haben sie dir angetan? Dein Auge ist schwarz. Deine Strafe? Sie sagen, ich bin der Ketzerei schuldig. Bin ich das wirklich? Ich habe seinen Namen an einen Baum genagelt. Er ist verwelkt. In deinem Bauch? Das sind doch ganz einfache Fragen. Ich will dich nur von deinem... Ich höre sie in meinem Knochen, in meinem Blut, die Musik. Wenn du nicht antworten willst, erzähl wenigstens, wie du... Töte sie zuerst. Töte sie für das, was sie mir rausgerissen haben. Wenn sie mich nochmal ansehen, bin ich tot. Hat er dir in der Schwärze deines Herzens zugeflüstert? Wie fühlt sich seine Verderbnis an, wenn sie dich durchdringt? Wenn